Ein Hallo an euch alle, die ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir gemeinsam weiterlesen können. Wir schließen direkt an den gestrigen Tag an und ich hoffe, ihr habt gestern alle mitgehört, denn die Geschichte, die hier erzählt wird, hat zwei Teile. Verse 24 bis 28 aus dem 20. Kapitel. Als das, nämlich diesen Wunsch der Jünger Johannes und Jakobus, die Größten zu sein, als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über ihre zwei Brüder. Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Ja, einer der berühmten Abschnitte, wo Jesus alles umdreht, was normalerweise in unserer Welt gilt. All das, wovon wir träumen, Einfluss zu haben, Macht zu haben, anerkannt zu sein, etwas zu sagen zu haben. Das dreht er hier völlig um und sagt: gute Idee, aber das funktioniert in meinem Reich anders. In meinem Reich ist das so, dass der größte Diener, der am meisten dient, dass der derjenige sein wird, der groß ist. Und die Begründung liefert er gleich hinterher. Er sagt nämlich: Ich bin eigentlich der Größte, aber ich bin gekommen, um euer aller Diener zu werden. Und ich bin gekommen, dass ich diene und mein Leben gebe zur Erlösung für viele. Das ist der Jesus, dem wir nachfolgen. Das ist der Jesus, der unser Vorbild ist. Ein Diener. Ein Diener der Menschen, ein Diener von dir und mir. Und wenn wir in Anspruch nehmen wollen, und ich hoffe, ihr denkt diesen Gedanken jetzt mal so ein bisschen mit, wenn wir in Anspruch nehmen wollen, dass wir Nachfolger Jesu sind, dann bedeutet es, dass wir Nachfolger des Dieners sind und er uns zu Dienern der Gemeinde macht. Wenn ich mir Kirche angucke, dann ist das oft nicht die Wirklichkeit. Und als jemand, der viel Einfluss hat in Gemeinde, als Pastor einer Gemeinde, muss ich mich da selbst manchmal hinterfragen, wo bin ich ausreichend? Und mehr als ausreichend wage ich gar nicht zu sagen. Wo bin ich ausreichend Diener, dass Jesus mich überhaupt in seiner Gemeinde gebrauchen kann? Darum geht es, zu dienen. Das genaue Gegenteil von allem. Ich merke, und das ist so eine persönliche Begebenheit bei mir, die Menschen, die mich am meisten beeinflusst haben, waren nicht die großen Namen. Und ich habe, Gott hat mir da viel Gnade erwiesen, große Namen kennenlernen dürfen. Ich habe mit großen Namen zusammenarbeiten dürfen. Aber die, die mich wirklich zutiefst beeinflusst haben, sind Menschen, die Diener waren. Ich denke an einen Freund zurück, den wir in den USA vor vielen, vielen Jahren begraben mussten, weil er an Pankreaskrebs erkrankt ist und dann gestorben ist, der in der Gemeinde die Arbeit für die Männer verantwortet hat. Und er hat mit einer großen Hingabe und mit einer großen Leidenschaft den Männern gedient. Er ist ihnen hinterhergelaufen, er hat sich unter sie gebeugt, er hat alles immer für sie vorbereitet, damit sie im Endeffekt näher zu Jesus rankamen. Ein unbedeutender Mann, der keinen großen Namen hat. Aber ich werde seinen Namen niemals vergessen. Tom Sansone hieß er. Einer, der wirklich gedient hat. Und er hat für mich so ein bisschen vorgelebt, was es heißt, wirklich Diener Jesu zu sein. Ein anderer ist mein heißgeliebter Freund Jesu Padam, der immer wieder auch mir dient.
Er hat es nun wirklich nicht nötig, sich so einen kleinen Pastor aus Deutschland zu holen und ihm zu helfen. Aber er dient immer wieder, er hilft immer wieder, er unterstützt immer wieder, er hat immer wieder Zeit. Dabei gäbe es so viel wichtigere Sachen. Aber für mich ist es das, was Menschen Gottes ausmacht, echt Diener für den Nächsten zu sein. Das ist unsere Berufung, nicht unseren eigenen Traum zu erfüllen, sondern für Jesus den Menschen zu dienen. Wo dienst du deinem Nächsten? Und ich stelle jetzt wirklich ganz konkret dir die Frage. Wo dienst du einfach, damit es dem anderen besser geht? Es gibt nämlich zwei Arten des Dienstes. Das eine Dienen ist auf den anderen ausgerichtet, das zweite Dienen ist auf mich ausgerichtet. Bei dem einen Dienen geht es darum, einfach dem anderen zu helfen, ihn stark zu machen, ihn zu unterstützen, ihn wirklich vorwärts zu bringen, ihn einfach vielleicht in dem Arm zu halten. Die zweite Art des Dienens ist im tiefsten darauf ausgerichtet, dass ich am Ende gut dastehe. Das ist bei vielen Posten die ganz große Gefahr. Ich habe etwas zu sagen. Ich bin Mitglied von diesem Vorstand oder diesem Konvent oder wovon auch immer. Das ist im tiefsten kein Dienen, sondern da geht es um mich. Und manchmal kann ich selbst den Schwächsten der Schwachen dienen und im tiefsten bin ich nur dabei, mir selbst und meinem Ego zu dienen. Lasst uns auf Jesus schauen. Er ist der, der uns vorgelebt hat, wie Dienst wirklich aussieht. Und im tiefsten ist die Antwort hier drin, in diesem letzten Vers. Er hat vorgelebt, wie das Dienen ist. Und bis zu einem gewissen Grad heißt das immer, dass wir unser Leben geben, so wie er sein Leben gegeben hat. Und das Leben geben heißt Zeit geben, Kraft geben, Geld geben, etwas von mir selbst investieren. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, zu dienen. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist deine Berufung und das ist meine Berufung, unser Leben zu geben. Jesus, das ist unglaublich, was du uns vorgelebt hast. Du bist der Sohn Gottes und du bist gekommen, um zu dienen. Und wir haben solche Schwierigkeiten damit, zu dienen. Und etwas von unserer klitzekleinen Herrlichkeit, die wir meinen zu haben, aufzugeben. Jesus, lass uns auf dich schauen und von dir her lernen. In deinem Namen, Jesus. Amen.